Anno 1701. Jumbo, moin, Flüte, da, hoi, liebe Landratten und Rettchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1701, zum Erdrunde Flug des Drachen. Mit mir dabei ist der Schwabenboy. Ja, grüß euch. Und diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung. Oh ja, kriegen wir alles hin. So. Stoffe gehen auch zur Neige. Ja. Wird ausgeführt. Kapitän auf der Brücke. Vielleicht müssen wir das Steuern mal kurz ein bisschen runterdrehen. Ich hab die gerade drauf. Ich dachte, die rebellieren oder so, weil ich weiß nicht, ob das da schon drin ist. Ja, ich glaube nicht so stark wie in den anderen Teilen. Okay. So, dann müssen wir. Du, wenn wir jetzt gerade ohnehin drüber haben. Ja. Wollen wir nicht gleich nochmal eine Insel von hier holen? Ja, ich würde gerne das tun. Ich würde nur gerne vor die Produktion der nötigsten ja. Sachen anmachen. Ich würde vielleicht sagen, wir schauen oberhalb von unserer Erzinsel, die wir jetzt haben. Ja. Nee, von der, wo wir übernommen haben. Ja. Und dann nochmal eine finden mit Wale. Das können wir gerne. Gibt es hier vielleicht noch einen zweiten? Nee, es gibt nur einen, ne? Einen. Gibt nur einen, ja. Ich dachte vielleicht hier auf der anderen Seite, aber da ist gar kein Zugang, sehe ich gerade. Okay. So. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Ja. Wo hatte ich dann dieses freie Handelsschiff eigentlich geparkt? Der Stab hochgefahren, um Nordsee hochzufahren, um die Dinge auszubauen. Hier. Die Werkzeugproduktion. Ah. Wir können los. Das macht natürlich Sinn. Also, wenn man das nur mit. Also, dann sollte ich aber der Handelsroute vielleicht umstellen, wieder, dass die Holz nur mitnimmt. Stimmt. Wir sind bereit. Ei, ei. Sonst kriegen wir da wahrscheinlich Probleme mit der Verarbeitung vom Eisen. Ich denke, früher oder später haben wir eher noch mehr Kanonen bauen müssen und Waffen. Dann brauchen wir eh mehr Eisen. Sollten wir vielleicht noch zwei der Eisenerzmine haben. Für die Waffenproduktion dann. Jo. Also wenn wir jetzt die hier erstmal haben für Werkzeug und in unendlich, dann ist ja schon mal ganz gut eigentlich. Ja, ich weiß, ich klick sie mal kurz an. Die hier? Das war noch 195. Ja, wir müssen halt, warte mal, wir müssen hier noch forschen. Ich hoffe, dass es der Unendliche ist tatsächlich. Also bei ihr waren es doch vorher Unendliche. Guck mal auf eine andere Insel bei ihr. Oder? Klick mal die Mine an, ob es da was anzeigt. Ja. Zeigt nichts an. Alles hört auf euren Befehl. Ah, hier ist das Patrouilleboot. Dafür werdet ihr büßen. Auf geht's, Matrosen. Es kann sofort losgehen. Hiss die Segel. Eure Befehle. Also die Crespone erinnert mich gerade an den bösen Gummibaum. Ahoi. Also wer ihn erkennt, ich gucke mal auf YouTube nach Größe Gummi, warum schaut mal bei ihm vorbei. Ich nutze es einfach mal kurz zum Haupt zu machen für ihn. Da greift einmal die KI an und beschwert sich dann, dass die so böse ist. Die Crespone uns immer angreifen und beschwert sich dann, dass wir so böse sind. Anweisung wird erledigt. Ja, ich weiß gar nicht, was dir einfällt, uns zu beschuldigen. Also du lädst jetzt alle Truppe hier aus, ich hätte es drüber auf dem Schiff klasse für die nächste Insel gleich. Eure Befehle? Das ist meine Idee gewesen. Okay, können wir auch gleich machen. Dann sortieren wir die einmal durch und dann können wir sie vielleicht besser. Neue Order. Ja, nix. Ich will nur bereit sein, falls die jetzt doch nochmal irgendwie wiederkommen. Ich weiß ja nicht, wie. Angriff startet, ja. Wenn die in den Wald kommen, dann muss ich nicht wieder so komisch aufladen hier. Ja. So, jetzt brauchen wir noch zwei Alkohol. Wie lange ihr euch an der Nase habt herumführen lassen. Dabei hatte ich es von Anfang an auf das Auge des Drachen abgesehen. Ja, mir wisst ihr, das hast du schon mal gesagt. Erforschung eines neuen Gebäudes abgeschlossen. Das ist Obler. Das ist gar wunderbar. Auf zur Mine. So. Also Alkohol haben wir jetzt top, ja? Ja. Dann machen wir jetzt noch Nahrung. Hoffentlich langt das. Also, wir brauchen... zwei Mühlen, wenn ich das richtig eine will. Bäckerei. Eine Bäckerei kommt dahin. Ja, okay, dann ist das. Willst du nicht vielleicht neben der Bäckerei
Ne, links davon. Hier? Ne, links. Da? Ja, einfach zwei hintereinander den Weg entlang ziehen und dann daneben dann die Bäckerei bauen. Und dann drumherum die Weizenfelder. So und so, ja. Ne, ich hätte jetzt dahinter gesetzt. So. Ja, und dort links davon dann die Bäckerei. So. Ne, ja, so genau an den Weg entlang. Dass der Marktplatz in dem Fall auch noch rankommt. Jetzt hast du aber keinen Platz für den Weg. Wo soll denn da noch ein Weg hin? Ja, das meinte ich doch an der Mühle zeitlich entlang noch einen Weg ziehe. Ja, da hol noch die Bäcker ab. Okay. Und ist der Marktplatz natürlich auch so dezent überfordert, wenn er hier 8 Abholstellen hat. Okay. Aber das sollte jetzt auch reichen, nahrungstechnisch. Ja. Stoffe. Fällt mir da noch spontan ein und wir haben zu wenig Werkzeug. Handelsschiff, ahoi. Wie viel waren's? Wie viel, also Webereien? Oder Webstuben, besser gesagt? 7. Meinst du, damit? Okay, 3 Stück, die kriegen wir hier oben noch irgendwie reingequetscht. Das muss machbar sein, Freunde. Oh, die sind hier, die sind ein bisschen unhappy gerade, wegen was eigentlich? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall unhappy. Die auch. Na, weil der Schule fällt. Stoffe. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja, habe ich doch gesagt, vielleicht sollte man die Stirn ein bisschen runterdrehen. Also 3 Verarbeiter brauchen wir noch, die kriegen wir hier rein. Das kriegen wir hin. 1, 2, 3. Na hallo, kriege ich vielleicht mal eine Straße? So, Stoffproblem erledigt. Noch was? Dann fehlt noch der Tabak. Tabak. Ein neues Gebäude wurde erforscht. Der gute alte Tabak. Handelsschiff, ahoi. Machen wir hier rauf. Dann müssen wir noch die Handelsroute 1 anpassen. Da gibt es nämlich kein Werkzeug mehr. Und hier kann auch der Holzfäller weg. Und dann kann ich ja auch die Wachtürme abreißen, weil der wird sie nicht mehr angreifen, wenn wir Erz mehr drauf haben. Na gut, denke ich mal. Sie kam ja jetzt das letzte Mal auch hier runter gesegelt, ne? Ja, aber da war die Erzmine noch drauf. War sie noch? Ja, ja. Okay, ich dachte, die hätten schon längst weggerissen gehabt. So. Na, als die Meldung kam, war sie noch drauf und da haben wir sie weggerissen. Ich glaube, so war's. Okay. So, kann man hier. Meinst du, wir kriegen. Oder warte mal, ich teste das einfach ein eben aus. Warenvorrat geht zur Neige. Brauchst du nur noch ja. 2 Plantage? Ja, das kriegen wir hier locker rein. 2 Plantage, 1 Verarbeitung. So, welcher Stoff. Alkohol geht zur Neige. Kann nicht sein, wir haben mehr als genug, glaube ich. Keine Waren befördert. Wie schnell das hier alles weggeht auf einmal, ne? Ja, das habe ich doch gesagt, Kid. Nahrung nimmt auch extrem ab, jetzt aber die haben wir erst nachgelegt. Wie viel plus ist denn die Alkoholproduktion jetzt, wenn wir 2 hier oben und 6 da unten haben? Oder nee, wie viel sind hier unten? 1, 2, 3, 4, 5 hier unten, 2 oben sind 7. 1,5. Plus. Knapp. 1,45, ja. Das ist ja eigentlich schon lange lang, ne? Ja, normal schon. Wir können los. Oh, ich glaube, das ist zu wenig Werkzeug, oder? Werkzeug 4, 8, 12. Damit! Nehmen wir mal rüber. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Handelsroute 1, warum denn bei der 1? Was hatten die jetzt? Ich habe doch bei der 1 die Werkzeuge schon rausgenommen. Da sind noch Stoffe drauf, glaube ich, auf dem Schiff gewesen, habe ich gesehen vorher. Was können wir tun? Zu Dienst. Der nimmt aber schon Tabak mit, ne? Ja. Wir können los.
So. Also da haben wir Tabak ausgeglichen, Alkohol, Nahrung und Stoffe. Das ist eigentlich alles, was wir haben, ne? Bis auf ihre Walfett. Warte mal, Luftbäckerei macht sogar 6 Nahrung pro Tonne, pro Minute. Echt? Achso. Aber dann das heißt, wir haben 121 Bürger waren es, gell? Warte. 121, ja. Das heißt, wir machen 12. 12. Also wenn es jetzt zu viel Nahrung ist, ist es auch okay. Nehmen wir mal jetzt 22 und 20,2 brauchen wir. Ja, das ist gerade so zukunftsgewappnet, würde ich sagen. Ja. Wohin geht es? Zumal uns hier irgendwann auch die Fischer ausgehen werden. Ja. Wohin geht es? So, Tabak haben wir. Tabak Stoffe haben wir. Ja. Auf Kurs gehen. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwo klammern, damit wir noch Walfett herkriegen. Wobei Walfett weiterhin steigt. Es wird immer mehr. Na gut, ich kann nur sagen, was mein Rechner sagt. Warum fehlt hier in der Route die Waren? Was hat diese Route hier denn für ein Problem? Oder liegt das, weil hier Position 1 leer ist? Mach doch da nochmal Tabak rein. Kann vielleicht sein, dass es dort drin liegt, ich weiß es nicht. Was wünscht ihr? Bist du jetzt auf dem Weg? Jetzt hast du auf Route 4. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Let's go. Danke. Jetzt endlich. Handelsschiff, ahoi! Also eben hatten wir kein Holz, jetzt haben wir viel zu viel Holz. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Wir können los. Wieso hat der Wolf da ein Ausrufezeichen drüber? Die... Keine Kanonen. Und keine Stoffe. Und keine Stoffe. Gut, gegen Stoffe arbeiten wir gegen an, Kanonen können wir derzeit nicht bedienen. So. Warte auf Anweisung. Das ist die große Frage. Willst du jetzt mit oder ohne Soldaten irgendwo hin? Ich würde auf jeden Fall mal... Fahr doch einfach mal mit 2 Schiffen mal da hoch, ob da, was da oben überhaupt noch kommt. Alle Schiffe einsatzbereit. Und dann sollte man vielleicht, wie gesagt, wenn du ihn abfangen willst, noch den Schwarze. Ja, das wird langsam eng, weil wir haben schon, keine Ahnung, ich glaube, der hat irgendwie gesagt, 18 schon durch. Von 10, die dürfen. Okay. Also wir müssten dann, wenn dann jetzt irgendwann mal der rechts hier rüber. Ja, das meine ich, Jürgen, das wollte ich gerade. Na gut, da kommt der Insel. Eine Insel wurde. Und da ist einmal Wahl. Alles hört auf euren Befehl. Die Flotte ist bereit. Und da ist hier die Liade oben. Und da haben wir nur einmal Wahl. Da brauchen wir noch einmal Wahl. Nochmal? Wie viel Wahl brauchen wir denn? 3 Wahl. 3 Walfänger und 8 Transitreihe. Boah. Das sind irgendwie locker... 400 Gold. Da geht unser ganzer Gewinn hier wieder hin. Tja. Krass. Dafür werde ich 2 eurer Schiffe versenken. Oh, hier ist noch eine. Ja, das war meine Hoffnung, ja. Oh, gleich. Ich will das Handelsschiff hier einmal versenken. Achtung, Kanonenturm. Ja. Das oh, das ist auf jeden Fall eine tiefe Erzmine da. Ja. Sogar 3 Stück hier. Ich werde diesen Verlust brechen. Verlasst euch darauf. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Und noch könnten wir da oben vielleicht Kanone produzieren. Kanonen herstellen und unsere Streitmacht verstärken. Ja, ja, wir sind da schon dabei, mein Gott. Gibt es da noch Türme auf der Insel? Zu Befehl. Ein. Ein. Weil dann wäre vielleicht die Idee, den Mosso mit hochzufahren. Jo. Ja, teilweise auch erbeutet. Wohin geht es? Handelsschiff, ahoi! So. Warte auf Anweisung. Also nur die Mörser, ja? Okay, lehm ich aber, hübsch. Angetreten. Das sind irgendwelche Speeräxte. Wir warten. Das sind irgendwelche Schwerter. Wir wünschen. Überhaupt 2 Mörser.
Ist nicht viel, aber es ist unser. So, und Lehm ist erschöpft. Hier wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Ja. Ja. Gut, ihr seid wieder glücklich. Dann können wir die Steuer nochmal wieder ein bisschen rauf drücken. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch zum Aufstieg? Pralinen. Ach, Praline, genau. Ihr habt das Kommando. So, dann fahrt einmal reparieren. Kapitän auf der Brücke. Du fährst drauf, du bist mit, du hast mit drauf. Ist die Segel. Würde ich trotzdem noch mal ein paar Einheiten mit hochnehmen, oben auch, um die Insel zu sichern, für den Fall, dass sie. Weil früher oder später greift sie die Insel definitiv an, das weiß ich noch. Okay, oh, hier haben wir noch einen Mörser. Und hier haben wir noch so ein Schwert. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Alle Truppenteile in Bewegung! Ja, ich glaube, es hackt. Warte auf Anweisung. So, du fährst zur Werft. Das ist echt stressig, gell? Ein wenig. Warte auf Anweisung. Alles hört auf euren Befehl. Ihr habt das Kommando. Alle Schiffe in Gefechtsstellung. Diesen Angriff werdet ihr teuer bezahlen. Hey, hier unten ist noch eins. Fuck off. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ihr macht euch selbst nur das Leben schwer, wenn ihr mich angreift. Wenn du eins versenkst, brauchen wir fünf neue. Ihr habt das Kommando. Ja, die haben die Einheiten an Bord. Das wird wieder ewig zurück. Ja, dauern. Dann können wir auch hier rauffahren. Ach lol, jetzt ist das Kontor hier weg. Oh ja, dann brauchen wir, wenn wir Konto bauen, dann können wir den Dinger übernehmen. Das ist ja kein Werkzeug. Verdammt. Was wünscht ihr? Wir sind bereit. Einer ihrer Betriebe stellt. Lang sechs Werkzeug für ein Kontor? Ja. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich glaub drei. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, okay, so. Ein Kommen, ja. Stellt keine Waren mehr. Ja, ist ja gut. Das langt, wenn ich es einmal sage. Da gibt es sogar tiefe Lehmmine, oder? Nee. Nein. Und dann könnten wir da oben eventuell anfangen, mal die 150 Eisenerz oder die Eisenware zu produzieren. Für die Nebenquest, die anderen brauchen. Ja. Erstmal die Lagerkapazität für sowas haben. Ja, gut, man müsste halt verteilen auf die anderen Kontoren oder auf Schiff oder so. No. Es kann sofort losgehen. So, kommen wir doch mal einen kleinen Abstecher nach da. Land danke sehr. In die Wanden, Männer. Einmal kurz den Kopf rausstrecken. Und nochmal zweimal Wahl. Und Normalerz, ne, auch Tiefe, oder? Auch eine Tiefe, also sie hat eine Tiefe. Ich sehe es nicht genau. Wir können los. Die Frage ist, wollen wir noch nicht lieber das andere Insel nehmen erstmal? Mit denen zwei Wale. Und letztendlich müssen wir eh alle Inseln wir einnehmen. Wir müssen eh alle, was ne, egal früher oder später ich schon mal hier, mir auch diese Insel. Also den Marktplatten, eure Freundin Nadaski hält sich tapfer, aber ihre Flotte ist nahezu aufgerieben. Jetzt kommt der wieder. Nadaski-Flotte ist aufgerieben, okay. Verstehe ich gerade nicht ganz. Das war doch die mit dem Schleier, die gegen den Tor in Krieg ziehen wollt. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Route 3. Ja, ich wollte sehr gut zu Lampeöl. Warte auf Anweisung. Es kann sofort losgehen. Verschanzen wir uns mit ein paar Soldaten in diesem Handelsgebäude, falls Grace zurückkommt. Was für ein Handelsgebäude denn jetzt? Order wird ausgeführt. Ah, das Unterhandelsgebäude vielleicht einnehmen mit Soldaten. Warte auf Anweisung. Neue Anweisungen? Du hast sonst keine Bodentruppe dabei, gell? Der Feind ja, derzeit nicht, nee. Oh, jetzt schreibt der Handelsschiff an. Was, wo? Dick halt oben links. Auf die Schwerter.
Oh. Die Flotte ist bereit. Alle beidrehen zum Angriff. Das ist eine Kapitän. Trotzdem glaube ich ein bisschen sauer, hä? Ja, so cool wie auch. Was wünscht ihr? Eure Befehle, Kapitän. Alle Schiffe einsatzbereit. Auf einer Handelsroute werden keine Waren. Was können wir tun? Wieso fern die. Wieso. Moment mal, wieso haben wir eigentlich zwei Schiffe mit Route 3? Was können wir tun? Eure Chancen, diesen Kampf zu überstehen, werden immer geringer. Das werdet ihr noch bitter bereuen. Und mal das kaputt hier, nehmt das raus. Zu Dienst. Wir fahren los. Geh mal auf Handelsroute-Menü. Auf 3. Oh oh, die 1 hat kein Schiff. Okay, dann ist das Fahrer aus, was ich auf die 3 zugeschossen. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Aber lass es vorreparieren. Wird es nicht automatisch repariert, wenn es hier immer den Hafen anläuft? Ja, aber so defekt, so kaputt wie das ist, muss ich auf jeden Fall erstmal reparieren lassen. Und wenn sie unten mit dem Kriegsschiff kommen, dann ist es weg. No. Und weil du ja, komm, du nimmst immer der ganze Flotte immer zum Angriff. Ich weiß nicht, ich hätte sie vielleicht ein bisschen aufteilt. So als die Grundüberlegung jetzt erstmal. No, macht auch Sinn. Ich habe hier noch einen kleinen Plan vor. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Baue ich eine kleine Stoffproduktionskette hin. Dann kann man nämlich hier auch Kriegsschiffe produzieren, dann müssen die nämlich nicht von unten hochkommen. Ja. Kapitän auf der Brücke. Die Flotte setzt Segel. Wir können los. Wir können los. So, du packst mal da. Denk mal, da haben wir oben noch die Wale bauen müssen. Ja. Oder ich weiß nicht, was sagt der Lagerbestand auf unserer Hauptinsel. Ich suche gerade das kaputte Schiff hier raus, warte. Das ist ein okay. Schiff für eins. Ich stelle einen Walfänger. Ach so. Neue Anweisungen? Zack, zack, zack. So. Eure Befehle? Repariert. Neue Anweisungen? Deno einsammeln, Deno einsammeln, Deno einsammeln. Dann fahrt die mit hoch, oder? Von der Oberinsel. Können wir machen. Wir haben verstanden. Die mal raus, so. Um. Jetzt kannst du den, glaube ich, übernehmen, den Marktplatz, wenn du da drüber reinschickst oder so. Nee, wir müssen ihn bauen. Okay. So war das. Holz und Werkzeug, okay. Handelsschiff, ahoi. Holz haben wir hier, Werkzeug. Jetzt haben wir so wenig Werkzeug hier. Also, wir bringen es ja hier runter. Ja, weil das bei Handelsroute runterfährst du hauptsächlich deswegen. Ja, fällt mir auch kurz wieder ein. Puh. Spiel gespeichert. Guck mal kurz ins Lager rein bei der Insel, wie es aussieht. Ganz gut, füllt sich alles wieder. Ein Lampeöl füllt sich auch. Ich weiß nicht, warum der mir das sagt. Keine Ahnung, wir sind sogar 20 Tonnen mehr geworden seit dem letzten Mal. Ja. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Guck mal ganz kurz nochmal. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Wärt ihr nicht so stur hinter dem Artefakt her? Wir hätten vielleicht Freunde werden können. Also ein Walfänger plus 3 produziert 6 Lampeöl. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Aber was? Ein Tranfänger mit 3 Lampenmacher? Ja. Aha. Und laut Warenrechner mit 121 Bürgerhäusern haben wir einen Verbrauch von knapp 15 Tonnen. Also das stimmt schon. Ja. Aber warum das nicht trotzdem mehr wird, das verstehe ich auch nicht.
Das war's ja jetzt auch nicht. Ach verdammt, wir haben ja hier gar keine Kanonen, ne? Nee, die müssen wir erst produzieren noch auf. Deswegen haben wir die Oberinsel gleich auch mit eingenommen. Okay, dann ist das hier Blödsinn. Dann machen wir das da oben. Es kann sofort losgehen. Neue Anweisungen? Befehl wird ausgeführt. Ahoi! Neue Anweisungen? Die Armee ist kampfbereit! Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jojo, die Tabakstellen sind hier, weil die Route halt deaktiviert werden eine ganze Zeit lang. Ja. Zu Dienst! Wahrscheinlich Lager jetzt voll der Runde. Jo. Wundert mich aber, dass unser Tabak die ganze Zeit gehalten hat. So. Die Truppen sind bereit. Oh ja, wunderbar. Wie repariert man Truppen hier eigentlich? Über die Kaserne? Oder heilen die von selbst? Ich glaube im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Die Flotte tritt die Heimreise an. Oh ja. Wenn sie nicht aufgehalten wird, hat Madame Nadaski kaum noch Chance. Ich meine im Krankenhaus. Kapitän auf der Brücke. Es kann sofort losgehen. Aber ich kann mal kurz fragen. Ja. Die Armee ist kampfbereit. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Neuer Kurs. Das darf nicht wahr sein. Ich muss wohl die Verteidigung meiner Minen verstärken. Auge um Auge. So, Also stell dir deinen Soldaten in der Nähe ein, dann kannst du dann erscheint rechts neben der Minikarte ein Button, auf dem du, den du anklickst. Dann kommt deine Soldaten raus, um deine Soldaten zu vervollständigen. Ja, die Mission ist gescheitert. Warum? Also die Nebenquest mit die US-Handelsflotten. Ja, gut, ich mein. Es ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber wir können leben. Ja, denke ich. Offenbar brauche ich mich wegen meiner Waffenlieferungen nicht zu sorgen. Es ist nur, dass die nächste Mission spannender wird. Wird die damit wirklich schwerer? Ich bin da nicht weitergekommen, ich weiß es nicht. Achso. Bist du aber schon jemals so weit gekommen? Das weiß ich nicht mehr. Okay. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt echt nicht sagen. Ich weiß gerade nicht, ob mich das eigentlich jetzt mehr beruhigen oder besorgen soll. Das überlasse ich jetzt deiner Fantasie. Wie hat sie denn das da oben bauen können, wenn das außerhalb der Baureichweite ist? Das ist doch Cheaten hier, ey. Na gut. Vielleicht so. Ja, aber dann hat sie es auch wieder abgerissen. Wir brauchen ja eh den Lagerplatz wegen 150 hier, also lassen wir das mal so. Die Armee ist kampfbereit. So, also Krankenhaus. Kann man ein Krankenhaus hier schon bauen? Nee, nicht Kaserne, habe ich gesagt. Ah, doch, Kaserne. Langt die Stufe 1 Garnisonskaserne? Ich denke, ja. Also das Wachhaus? Dann weiß ich nicht, ich vermute mal. Fehlen hier müssen wir alles probieren. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Dann holen wir jetzt von hier unten nochmal Ziegel. Ei, ei. Wir brauchen noch mehr Waffen und Kanonen. Ja, ist ja gut. Wir sind übrigens bei 29 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen mal ab in die nächste Folge. Ich bedanke mich beim Schwammbull für das Mitbattlen hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, Trummelummel. Mach's Boss. Ja, und ich lege noch ganz kurz einen kleinen Einwurf noch. In anderen Form steht es, denn es geht doch übers Hospital. Wie ich es im Kopf gehabt habe. Ab wann kann man denn ein Hospital bauen? Weil die Kaufleute können es noch nicht. Doch. Wo ist er denn? Ah, da! Fehlt auch 8, also komm, ob ich jetzt 8 Ziegel für einen Medikus oder 8 Ziegel für eine Garnison hier hochschleppe. Das ist ja Jacke wie Hose am Ende hier. Jo, auf jeden Fall werden wir nächstes Mal rausfinden. Bis dahin, dann ciao. Jo, ciao.